Auf dem G20-Gipfel in Japan haben sich die Europäische Union und der Staatenbund Mercosur auf den Aufbau der weltweit größten Freihandelszone geeinigt. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump waren die Verhandlungen intensiviert worden. Die Einigung wurde nun 20 Jahre nach den ersten Gesprächen erzielt. Das Abkommen, auf das wir uns heute geeinigt haben, wird eine Freihandelszone schaffen, die 760 Millionen Menschen betrifft und zwei Kontinente einander näher bringt. Im Geiste der Offenheit und Zusammenarbeit. Wir machen das mit Freunden, mit denen wir langjährige Beziehungen haben und mit denen wir auch in vielen anderen Bereichen sehr gut zusammenarbeiten. Zum Staatenbund Mercosur gehören Argentinien, Uruguay, Paraguay und Brasilien. Unternehmen in der EU sollen zukünftig 4 Milliarden Euro an Zöllen sparen. Die Exporte sollen weiter angekurbelt werden. Doch es gibt auch große Kritik an dem Deal, der erst noch ratifiziert werden muss. Europäische Bauern fürchten einen Preisverfall durch die Überflutung südamerikanischer Agrarprodukte. Umweltaktivisten warnen, dass durch den Ausbau weiterer Anbauflächen in Brasilien die Abholzung des Amazonas-Regenwalds weiter vorangetrieben wird.